So, ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Special aus gegebenem Anlass. Und zwar wurde ich in letzter Zeit relativ häufig gefragt, du Ronny, du hast ja so viele schöne Server auf deinem Laptop da laufen. Ich meine, wir können mal ganz kurz reingucken. Ne? Du hast da ja irgendwie so 200.000 Server laufen, also einmal meinen Mindclone-Server, dann halt hier direkt hier Carpeten, Etherreal, den Vanilla und den Underworld-Server laufen und dann sogar noch ein paar private Server laufen. Sag mal, wie geht das eigentlich? Wie machst du das mit den Backups und alles? Und wie richte ich bei mir Server ein und geht das überhaupt? Weil eigentlich braucht man ja für Server eine eigene Google Farm, ne? Einen Supercomputer der dritten Generation, was auch immer die dritte Generation ist. Und ja, da hatte ich halt immer ein bisschen so versucht, bei mir halt, wenn jemand auf meinen Servern gefragt hat, dem Hilfestellung zu geben. Ja, deswegen machen wir jetzt hier quasi ein kleines Tutorial Special über die Woche. Das heißt, ich werde Schritt für Schritt wirklich, ja, erklären slash zeigen, wie man Mindtest als Server benutzt. Ne? Dazu werden wir hier die Woche über die Schritte durchgehen. Heißt also, in diesem Video tun wir ein bisschen darüber reden, also das, was ich jetzt gerade mache. Dann halt ne, die Grundlage erstmal, meistens überhaupt erstmal installieren, beziehungsweise die eine top aktuelle Version haben wollen, beziehungsweise halt nicht eine Distribution benutzen, wo quasi Pakete angeboten werden, dass die sich das quasi selber kompilieren können. Ja, morgen geht es dann quasi darum, ne, erstmal Mindtest als normale Installation zu benutzen, sich eine eigene lokale Welt aufzubauen, damit man gucken kann, ne, was möchte ich überhaupt haben. Das wird dann später wichtig, warum erkläre ich denn. Ich meine, halt also erstmal eine eigene Welt erstellen, die so modden, dass sie schön ist. Und erst dann werden wir anfangen, diese Welt als Server hochzuziehen. Sprich also Server konfigurieren, also quasi dieses mindtest.conf, diese Datei komplett aufziehen. Ja, dann am Donnerstag gibt es dann quasi den ersten eigenen Online-Test. Heißt also, wir werden gucken, ob wir übers Internet auf unseren Server zugreifen können, ob er online gelistet ist, alles Mögliche. Das dürfte also relativ kurz sein. Und Freitag auch nochmal relativ, naja, kurz vielleicht, keine Ahnung. Und zwar bleibt alles so, wie es ist. Darum quasi, dass man den Mindtest-Server nicht immer per Hand starten muss, also alle Befehle per Hand eingeben muss, sondern dass wir uns da ein paar schöne Skripte machen. Und genau, das ist am Freitag. Und am Samstag kommt dann quasi der Online, also quasi ein klassisches, naja, Let's Play, aber halt auf unserem erstellten Server quasi als Praxistest. Ja. Ich hoffe mal, ich kriege das so hin. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie lang welche Folge wird. Also die hier könnte jetzt ein bisschen dauern. Die hier wird auch sehr lange dauern. Die hier, naja, geht so. Muss ich mal gucken, wie lange ich mich da in den einzelnen Konfigurationspunkten aufhänge, weil ich möchte da schon ein bisschen was erklären, was ich da mache. Na, wie gesagt, die beiden Sachen hier, die gehen relativ kurz. Und hier können wir sowieso so lange spielen, wie wir Bock haben. Ne? Von daher würde ich mal sagen, legen wir einfach mal direkt los. Also, Mindtest. Ja. Ich habe keinen Plan. Also hören wir auf. Tschüss, Feierabend. Bis morgen. Tschüss. Nee, Spaß. Spaß. Folgendes. Mindtest installieren geht, egal wie man sich anstellt, eigentlich relativ easy. Und zwar in der Regel, ne, habt ihr ja sowieso eine Distribution, die auf Debian beruht. Heißt also Debian selber oder in meinem Fall Knoppix
Oder aber wenn ihr so Mainstream Linux-Nutzer seid, was jetzt nicht abwertend gemeint ist, nutzt ihr solche Sachen wie Ubuntu. Und die Sachen basieren ja intern alle auf Debian. So, das heißt, mein Test installieren ist super duper einfach. Ihr braucht quasi einfach nur entweder euren Paketmanager öffnen und dort sagen mein Test und dann installieren. Oder aber klassisch, wie ich es gerne mache, über die Konsole. Da müsst ihr eingeben, erstmal müsst ihr euch als Admin anmelden. Das geht einfach mit sudo su. Dann werdet ihr aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Oder wenn ihr so wie hier ist, ne, dann halt nicht. Das liegt nicht daran, dass ich hier kein Passwort für root habe, sondern dass ich mein sudo speziell konfigurierterweise habe. Und dann könnt ihr quasi direkt aus der Konsole mit einem einzigen Befehl alles drauf gebrauchte installieren. Und zwar apt-install mytest. Bam. Das ist der Befehl, den ihr braucht. Dann macht ihr dann einmal Enter. Und das war's. Ne? In meinem Fall könnte ich jetzt mein vorhandenes mytest aktualisieren, weil fest installiert habe ich noch die Version 0.4.17.1. Die könnte ich jetzt aktualisieren auf mytest 5. Möchte ich aber hier an der Stelle nicht machen, weil ich habe mytest 5 separat installiert. Warum das ist, ist jetzt egal. Aber wenn ihr quasi installieren wollt, dann bekommt ihr hier auch so eine Abfrage mit, ne, ich kann ja mal ganz kurz hier mal ein bisschen, ich mach mal hier, warte. Ein bisschen größer machen hier, ne? Muss ja mal sein. So. Okay, gut jetzt. So. Wie gesagt, hier unten der Befehl. Apt install mytest. Dann kommt so eine Scheiße wie bla bla bla, installieren, vorher. Ist alles hier bla bla, was euch nicht interessiert. Für euch wichtig ist nur die Zelle hier unten. Wenn hier was steht mit haufenweise entfernen, dann solltet ihr gucken, ne, sicherheitshalber mal in einem Forum nachfragen nochmal, aber in der Regel hat man hier nur zwei neu installieren, vielleicht auch mal vier neu installieren, je nachdem. Also allzu viel passiert da nicht. So, das heißt, wir könnten jetzt mit Ja bestätigen oder einfach Enter drücken. Dann würde er das Ganze jetzt installieren. Das mache ich wie gesagt nicht, aber so einfach geht das. So. Das war quasi die Variante mittels des ganz einfach installieren. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr dieses sudo su am Anfang nicht wollt, also wenn ihr den Befehl nicht machen wollt, könnt ihr das sudo auch bei apt anstellen. Das heißt also praktisch sudo apt install mytest. Das geht in der Regel auch. So, das war jetzt quasi das paketorientierte Installieren. Und jetzt gibt es für die Leute, die es ein bisschen aktueller haben, also die es immer auf dem neuesten Stand haben wollen, was nicht immer vorteilhaft ist, ne? Aber es gibt ja solche Leute, die ich persönlich ja auch, ich habe ja auch so eine Git-Version von mytest als Portable installiert. Das geht, naja, ein bisschen, also quasi, naja, relativ einfach für die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Kompilieren. Alle anderen gucken einfach zu. So, dazu öffnen wir zuallererst mal das Internet. Und in die großen Weiten des Internets. Ich hoffe mal, jetzt kommen hier keine Hentai-Seiten. Nö, alles gut. Alles normale. Nicht, dass ich mich hier erstmal hier komplett flach lege, weil hier irgendwelche Sachen drin sind, ne? Die illegal sind. Wir suchen nach mytest GitHub. Bam. So, jetzt haben wir hier mytest GitHub, quasi das Online-Repository von mytest. Also Quellcode. Und von hier aus können wir jetzt mytest installieren, also quasi erstmal runterladen, den Quellcode und den dann ja, kompilieren. Das geht wie folgt. Hier unten habt ihr schön Befehl. Ist auch wieder nur, naja, ein paar mehr Befehle, aber es hält sich in Grenzen. Wo auch immer das Ding steht. Ach, hier unten, genau. So. Das Ding braucht ihr. Ne? Download Source auf Deutsch Quellcode runterladen. Dazu geht ihr in ein neues Verzeichnis.
Wir erstellen ja einfach mal bei mir im Temp-Ordner. Ne, ist schon mal Scheiße drin. Ist auch schon Scheiße drin. Okay, der Ordner ist mal leer. So, jetzt geben wir also einfach diesen Befehl hier 1:1 ein. Je nach Internetverbindung kann das ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, es ist halt ein Download, ne? Ist klar. Ich meine, das versteht man hoffentlich. Es geht relativ schnell. Also, ich habe jetzt hier nicht das beste Internet und trotzdem die Zeit hält sich tatsächlich in Grenzen. Ist also absolut kein Problem. So, wichtig ist, man downloadet hier erstmal nur die MyTest Engine. Ne? Kennt man ja, MyTest ist ja quasi nicht, dass quasi das Spiel und die Engine eins sind, sondern man hat quasi einmal die Engine und das Spiel MyTest, also das Subgame, ist bloß ein Subgame. Man könnte auch andere Spiele spielen, wie ich ja drauf, auch auf meinem Server drauf habe. Sowas wie, ja, ja, halt mein Klon. Und mir fallen gerade keine anderen Beispiele ein, die ich gerade sagen wollte. Lord of the Test zum Beispiel, ja, oder solche Sachen halt. So, das heißt, wir haben hier erstmal die Engine, mein Test. Und jetzt müssen wir noch das Spiel installieren. Dazu gehen wir in diesen Ordner rein. Steht ja auch hier unten, CD, MyTest, der Ordner ist gerade entstanden. Ne? Hier hat er gerade die ganzen Sachen reingeladen, die er gedownloadet hat. So, in diesen Ordner gehen wir jetzt quasi rein. Das machen wir mittels CD für Change Directory. Jetzt sind wir im MyTest-Ordner drin. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt downloade bitte die Spiele-Dateien. Sieht man hier an MyTest Game. MyTest Game. So. Und einmal gib ihm. Das geht auch relativ ratzfatz, sagte er und war schon fertig. Ja, das war's. Das war quasi der gesamte Download-Prozess. So. Für Leute, die kein Git haben, die können es auch so machen. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Also jetzt in dem Fall noch nie gemacht. Ist aber technisch gesehen halt eigentlich auch ultra einfach. Wir können es einfach mal durchspielen. Das ist quasi einfach, da wird der Quellcode als Archiv runtergeladen. Neue Umgebung. So. Bada. Bada. So. Das heißt, wir erstellen. Achso, der Schritt hier erstmal. Ja, das Erklären ist jetzt ein bisschen blöd. Ich sag mal, ich sag mal so. Ne? GitHub ist ja ein quasi ein Ordner, ein Online-Ordner. Und diesen Ordner kann man sich auch direkt hier rüber downloaden, als ZIP oder als GZIP. Und genau das wird quasi hier gemacht. WGET ist quasi ein Tool, mit dem kann man halt Online-Dateien oder Online-Quellen downloaden. Und das hier ist quasi diese Master, also das, was wir hier angucken, wenn wir uns hier oben auf Branch Master befinden. Ne? Also quasi das jetzt derzeit aktuelle wird dann damit als Archiv runtergeladen. Der Vorteil dabei ist die Geschwindigkeit, weil es wird halt nur eine einzige Datei runtergeladen, die zwar etwas größer ist, aber halt eine Datei und damit schneller verarbeitet werden kann. Das heißt, wie gesagt, das hier jetzt nur für die Leute, bei denen Git nicht funktioniert hat. Für die Leute, die Git nutzen, die sind bereits fertig. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Bam. Einmal downloaden. Was für ein schöner Tag hier lang zuspazieren, wenn ich aufhöre, dann wird es explodieren. So, jetzt können wir hier mal reingucken. Da, jetzt haben wir hier ein Archiv. Wie gesagt, das wird gerade runtergeladen. Und wie groß auch immer das jetzt wird, ich habe keine Ahnung. Irgendwie, der dauert jetzt sogar doch fast länger als mit Git. Habe ich jetzt gerade so nicht im Gefühl. Ah, okay, fertig. So, jetzt haben wir das, wie gesagt, als Archiv. In diesem Archiv sind auch wieder alle Dateien drin. Tada! Trotzdem müssen wir das Archiv natürlich erstmal entpacken. Dafür gibt es hier dieses TAXF Master. Was das bedeutet... Oh Gott, wie erkläre ich das am dümmsten? Naja, also es ist quasi sowas wie eine ZIP-Datei, ne?
Nur sind ZIP-Dateien bei Linux ein bisschen anders aufgebaut. Man hat quasi einmal eine Packungsebene, das heißt also erstmal werden alle Dateien als eine Datei zusammengepackt. Daraus entsteht dieses sogenannte TAR-Archiv, deswegen auch meintest.tar. Und diese gebündelte Datei, die wird dann erst komprimiert, deswegen .gzip. Und deswegen heißt die Datei insgesamt master.tar.gzip. Und deswegen heißt auch das Tool zum Entpacken TAR. Ja. Und hier sagen wir einfach nur an, dass wir das Ding nicht packen wollen, sondern entpacken wollen. Und dass wir nicht aus einem Datenstrom entpacken, sondern aus einer Datei, also Englisch File. Und X steht einfach für Extract. So, dann gehen wir das an. Jetzt haben wir hier unsere Datei und die entpackte Form als Ordner. So, jetzt müssen wir wieder da reinwechseln. Kennen wir ja bereits aus dem anderen Ordner. Ne? Bam. Und dann wechseln wir innerhalb des MyTest-Ordners jetzt in den Games-Ordner. Das war hier bei Git, wurde das gleich direkt in Git gehandhabt. Wget könnte das auch machen, wird hier aber nicht so gemacht, sondern hier wechseln wir direkt erstmal manuell rein. Das ist dann quasi der Ordner hier, Games, der jetzt erstmal leer ist, außer dieses Minimal, was quasi für rein Testzwecke ist, sag ich jetzt mal, oder für Spielereien. So, und hier laden wir jetzt wieder das Spiel runter, also wieder mein Test Game, weil das ist wieder nur die Engine und das hier ist quasi das Spiel für die Engine. Das gleiche wie vorhin, erstmal das Archiv runterladen. So, jetzt haben wir hier das Archiv und ja, das können wir dann wieder ganz normal mittels TAR entpacken. Dazu haben wir hier wieder unser TAR, Extract this file, bam, das geht ratzfatz. Und jetzt haben wir aber ein kleines Problem und zwar erstellt Git, wenn wir das als Archiv runterladen, wird überall der Branch, also dieses Master quasi hier, an die Dateien rangehangen. Weswegen MyTest Games nicht MyTest Game heißt, sondern MyTest Game-Master. Und das müssen wir quasi jetzt noch korrigieren, indem wir hier den Ordner umbenennen. Das geht über den Befehl, ist quasi nichts anderes, als wenn wir jetzt hier gesagt hätten, okay, Rechtsklick, umbenennen und dann gib ihm. Oder für die ganz schlauen Leute F2-Taste drücken und dann sagen, gib ihm. Ja, so, jetzt haben wir alles genau in der Struktur, wie wir haben möchten. Das gleiche können wir, und das macht tatsächlich sogar Sinn, auch hier machen, weil hier war nämlich das gleiche, ne? Das Master-Archiv von MyTest hat hier auch so ein Master rangehangen. Das heißt, wir können hier das gleiche machen. Diesmal machen wir es aber einfach über das Ingame-Menü. Bam, Ingame, nachher schon. Hier über das, über die grafische Oberfläche. So. Jetzt haben wir wieder genau die gleiche Struktur, wie wir hatten, als wir das Ganze mit Git gedownloadet haben. Hier haben wir den Ordner mit Archiv downloaden. Hier haben wir den Ordner mittels Git download. Sieht beides ähnlich aus und der Inhalt ist quasi gleich. Also technisch gesehen gleich. So, im Games-Ordner haben wir dann unser Spiel. Ne? Hier MyTestGame. Fertig. Jetzt sind wir quasi so weit, dass wir das ja quasi runtergeladen haben und jetzt müssen wir es quasi kompilieren. Hört sich ultra kompliziert an, es ist aber wirklich kinderleicht. Vor allem, weil hier quasi alles steht, was man dazu braucht. Die beiden Befehle. Das war's. Das machen wir jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie lange das dauert. So, dazu gehen wir in diesen Hauptordner, ne, also direkt in den Ordner MyTest. Wichtig ist, dass ihr diese Datei, die habt, ne, die braucht ihr. Siehst du, ist hier zum Beispiel gar nicht beschrieben, lol. Okay. Ja, also wichtig halt, wie gesagt, wir müssen in dieses Verzeichnis hier rein, in den Hauptordner.
mein Test. Mehr nicht. So. Das heißt, wir erstellen jetzt hier bam wieder unsere Konsole. Und jetzt sagen wir, okay. Also, wie gesagt, ich erkläre doch immer noch ein bisschen was dazu. CMake ist quasi ein Konfigurationstool für Make. Make ist quasi das Ding, was unter Linux am einfachsten aus einem großen Quellcode-Komplex ein Programm kompiliert. Das Problem ist, Make braucht immer eine Steuerungsdatei, diese sogenannte Make-File. Und diese Make-File, die kann halt am idealsten dynamisch generiert werden. Und dafür gibt es dieses CMake. Das heißt also, wir geben jetzt hier ein CMake und sagen, er soll das aktuelle Verzeichnis, in dem wir uns befinden, also das hier, kompilieren. Das aktuelle Verzeichnis ist immer Punkt. Ne, kennt man vielleicht auch noch aus Windows, auf jeden Fall bei Linux geläufig. Punkt ist aktueller Ordner, Doppelpunkt ist der übergeordnete Ordner und Dateiname, also Doc zum Beispiel, wäre jetzt der Doc-Ordner. So, wir wollen aber den gesamten Ordner hier haben, also Punkt. So, und jetzt können wir CMake auch noch bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten angeben. Und zwar, können wir sagen, wir wollen das Ganze portable haben. Das heißt also, er soll, wenn wir Spiel spielen, die Einstellungen von MindTest nicht im System ablegen, also unter quasi dem Home-Verzeichnis, sondern er soll das quasi alles hier in der Ordnerstruktur lassen. Dafür gibt es diese Konfiguration, und zwar one-in-place. Heißt quasi nichts anderes als ausführen innerhalb des Ortes, also innerhalb unserer Ordnerstruktur hier. Das müssen wir dann dementsprechend aktivieren. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt erzeugt uns CMake eine wunderschöne Konfigurationsdatei. Hier müsste gleich irgendwo eine MyTest-Datei auftauchen. Könnt ihr mal kurz mitgucken. Außer er schlägt fehl, dann natürlich nicht. Da, Makefile. Das ist die Datei, die brauchen wir. Und damit können wir jetzt aus dem CMake unser Make starten. Wichtig ist, Make kompiliert jetzt das Programm. Und zwar standardmäßig mit einem Prozess. Das heißt, ein Benutzer, der quasi einen Prozessorkern hat, der ist zufrieden. Wer jetzt aber die Übermaschine hat, mit 256 Prozessorkernen, der wird davon gerade mal einen einzigen nutzen. Deswegen gibt es immer noch die Möglichkeit anzugeben, wie viele Prozessorkerne er benutzen möchte. Dafür gibt es einerseits die Möglichkeit, den Befehl zu benutzen, der guckt das quasi automatisiert nach. Oder aber macht einfach so wie ich und gibt einfach direkt eine Anzahl an. Also ich zum Beispiel habe jetzt hier 4 Prozessorkerne, ne? 0, 1, 2, 3. Ne? Das heißt also, ich gebe jetzt hier an, make Leerzeit, also ich muss ein bisschen größer machen hier wieder. So, make Unterstrich, make Leerzeichen Strich J Leerzeichen und dann die Anzahl der Prozesse, also quasi der Prozessorkerne vereinfacht. Bumm, in meinem Fall 4. Und jetzt heißt es, gib ihm. Das dauert jetzt ein bisschen, je nachdem, wie schnell der Rechner so ist. Können wir mal mitgucken. Oh ja, da hört mein Rechner auch schon auf. Weil man sieht natürlich alle 4 Kerne komplett ausgelastet. Das Schöne an Make ist, oder allgemein bei der Kompilierung unter Linux meistens ist, man kann diesen Vorgang auch einfach mit drin abbrechen. Bap, Steuerung C, fertig. Jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn man einfach nur Make eingibt. Das geht auch. Aber das Problem dabei ist, man sieht es schon hier, es wird nur noch ein Prozessorkern gleichzeitig genutzt. Die anderen 3 machen ihre normale Tätigkeit. Und deswegen halt immer das Wichtige, damit man die Rechenleistung des Computers auch optimal ausnutzt, immer hier ne, mit J4 angeben. Und man sieht auch, er macht genau da weiter, wo man davor immer abgebrochen hat. Ja, ja.
So macht Programmieren Spaß. Gut, wir haben zwar nichts programmiert, sondern nur kompiliert, aber okay. Ja. Wichtig ist, warum ich das nochmal gezeigt habe, dass auch nur Make funktioniert. Weil es gibt auch Programme, die haben Probleme damit, weil wir kopilieren ja jetzt quasi den Quellcode und zwar parallel. Das heißt, wir kopilieren mehrere Dateien mit einmal. In meinem Fall jetzt quasi vier gleichzeitig immer. Das kann ab und zu Problemen führen. Das heißt, wenn jetzt mit MakeGuard 4 hier irgendein Fehler entsteht und er sagt, bumm, abgebrochen, Fehler, bla bla bla, deine Mutter ist eine wunderschöne Frau. Dann könnt ihr das Ganze nochmal probieren ohne dem J4 hinten dran. Also einfach nur Make. Das ist ab und zu vielversprechend und funktioniert öfters. Es kann natürlich auch sein, dass irgendein anderes Problem vorliegt. Dann könnt ihr quasi einfach den Fehlercode, der entsteht. Also wenn was schief läuft, bekommt ihr unten mal eine Fehlermeldung mit blablabla, bla bla, Error, blablabla, bla bla, deine Mutter, blablabla, bla bla, wunderschöne Frau. Am besten einfach alles kopieren hier, was irgendwie dann zum Fehler gehört. Und das dann einfach in dem Forum eurer Wahl. Wir haben ja hier so ein wunderschönes Mindtest-Forum. Ne? Einfach hier reinposten. Da hatte dann hier unser wunderschönes Mindset-Board. Und da haben wir hier Probleme. Und dann können wir hier. Kann euch geholfen werden. Ihr könnt natürlich auch separat, wenn ihr der englischen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr auch in other languages. Wo ist denn das? Hier. Discussion. In other languages, keine Ahnung, ob ich jetzt das Wort richtig ausgesprochen habe. Und hier kann man natürlich dann ne, sagen, Bulch. Und hier kann man dann auch hier erstellen. Hilfe, meine Mutter ist eine wunderschöne Frau. So. Ja, ich habe alles falsch geschrieben, was man falsch schreiben kann. So, dann kann man hier einfach Codeblock nehmen und dann kann man hier das ganze Gedöns, angenommen, das ist hier der Fehler, kann man einfach sagen, okay, hier einmal rein und dann tada, hier sieht das dann so aus und jeder kann euch helfen. Und hier unten sagt ihr dann bitte immer posten. Mach ich jetzt natürlich nicht, sonst fragt mich hier jeder, warum ich hier so eine Scheiße poste. Aber ne, damit ihr mal gesehen habt, wie das funktioniert. So, der ist jetzt mittlerweile schon bei mehr als der Hälfte. Das ist schön. Naja, damals, ich weiß noch, damals 1993. Wichtig ist nochmal vielleicht zu erwähnen, dass die Leute, wie gesagt, ihr kopiliert das jetzt quasi so, dass Mindtest seine ganzen Einstellungen direkt hier in dem Ordner erstellt. Wenn ihr das so haben wollt, wie es quasi normalerweise der Fall ist, heißt also, dass ihr im Home-Verzeichnis die ganzen Sachen abgelegt habt, dann müsst ihr einfach nur das hier komplett weglassen. Dann gebt ihr einfach nur ein, ne, da gebt ihr einfach nur ein CMake. Punkt. Mehr nicht. So. Ob so oder so ist komplett egal. Dann habt ihr quasi eine ganz normale Installation, wie ihr es gewohnt seid. Wie gesagt, dieses One in Place, das ist einfach nur dafür, dass ihr das Ganze quasi als Portable-Anwendung habt. Ja. Tada, seht ihr? Wir haben hier bei Test Server Mod Manager und genau da machen wir auch weiter. Auch wenn ihr natürlich mit der Prozentberechnung wieder von Anfang beginnt, aber dafür vergehen die Prozentwerte schneller. Ist quasi immer der Prozentwert von dem, was noch zu tun ist und nicht vom Gesamtprozess.
Ja, und das war's eigentlich schon quasi. Dann haben wir quasi das Programm kompiliert und sind damit soweit eigentlich durch. Entweder, wie gesagt, habt ihr es gleich direkt per Debian installieren können tun, oder aber habt ihr es jetzt quasi selbst kompiliert. Ich würde euch aber, wie gesagt, immer die, also für Leute, die sich hiermit nicht auskennen, es bringt nichts, wenn ihr das jetzt hier auf Krampf versucht und dann klicklich scheitert und dann, oh mein Gott, ich hab verkackt, mein Leben ist zu Ende. Sondern, wie gesagt, versucht es erstmal für die, die halt weniger Erfahrung haben, mittels apt. Also hier. Nein. Ach hier. Sudo apt install mytest. Das ist quasi einfach die Standardvariante. Das ist dann einfach im System installiert, müsst ihr euch keine Sorgen drum machen, wie ihr da was machen müsst, weil ich weiß selber, es ist vielleicht am Anfang, ich meine, es hat es aus meiner Sicht, war alles halt ultra einfach, weil ich mache das schon seit Jahren mittlerweile, aber für welche, die neu sind, mag es vielleicht noch ein bisschen erschreckend ausgesehen haben, ja, und das ist natürlich dann, naja, nicht so schön. So. Jetzt hat alles funktioniert. Wenn ihr das Ding ganz unten habt, dann seid ihr King of Earth. Ja, dann habt ihr quasi die Weltherrschaft an euch gerissen. Damit seid ihr mit quasi fertig. Jetzt könnt ihr quasi einfach sagen, ja, wie gesagt, ist ja jetzt eine Portable-Version. Heißt also quasi, ihr habt jetzt hier im Bin-Ordner, habt ihr eure MyTest-Datei und die könnt ihr jetzt quasi direkt ausführen. Dazu sagt ihr, ne, aktueller Ordner, in dem aktuellen Ordner das Binary Directory, das Bin Directory und da drin jetzt MyTest und sagt das Ganze einfach ausführen. Bam, und ihr habt MyTest. Yay, die aktuellste Version, die es überhaupt gibt auf der Welt. Wee, Amerika. Ich bin persönlich immer dafür, wie gesagt, das Ganze ohne dem hier auszuführen, heißt also das hier weg. Jetzt nochmal CMake. Und jetzt quasi das Ganze kompilieren. Also ist halt für sich persönlich immer schöner. Ganz einfach deswegen, weil ja. Ja, ist halt. Da hat man halt quasi die klassische Installation und kann all die Sachen machen, die ich in den nächsten Videos direkt erklären werde. Weil ich werde mich in den nächsten Videos generell auf die klassische Installation konzentrieren. Heißt also quasi mit CMake. Ohne den One in Place, weil dann müsst ihr manche Sachen anders machen. Beziehungsweise werde ich mich halt auf die Variante konzentrieren, wenn ihr das Ganze quasi einfach über apt installiert. Also quasi deine Mutter. Hier diese sudo apt, was ich halt gerade gezeigt habe. Sudo apt install meintest. Auf die Sachen, auf die Installation werde ich mich konzentrieren. Wenn ihr das mit diesem One in Place gemacht habt, ja, macht man lieber nicht. Wie gesagt, für die Leute, die bereits wissen, wo sie was machen müssen, die können das auch so machen. Die Leute, die von Tuten und Blasen so keinen Plan haben und wirklich alles strikt nach meinem Tutorial machen wollen, für die wäre es halt am sinnvollsten sudo apt install mytest. Und wenn das nicht gehen sollte, warum auch immer, dann hier mit Git downloaden und dann, wie gesagt, cmake. Und dann make j und dann Anzahl eurer Prozessorkerne. So, das war's dazu. Jetzt haben wir quasi hier wunderschön unsere ganze Sache installiert. Ich werde das hier mal ganz kurz wieder aufräumen. Ich brauche das Ganze hier nicht, deswegen lösche ich mal wieder ganz kurz hier alles. So, du kommst raus und kommst raus. Perfekt. Okay. Gut, würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Jetzt haben wir quasi geredet. Wir haben MyTest installiert. Beziehungsweise alternativ MyTest selbst kompiliert. Ist doch ganz schön. Gut. Da würde ich mal sagen, wie gesagt,
nächste, also morgen, werden wir dann mit der installierten MyTest-Version dann anfangen, unsere ersten Welt oder unsere erste Welt zu erstellen, beziehungsweise zu gucken, wie wir denn unsere Welt überhaupt haben möchten. Ja, von daher würde ich mal sagen, Schaum ist V, bis morgen.